Hallo meine Lieben, heute mal wieder auf YouTube. Ich war jetzt seit ein paar Wochen leider nicht aktiv, aber hier heute mit einem neuen Video. Und ja, ich wollte heute mal einfach drüber reden, was so die meisten Fetische sind, die mir in der Cam so begegnen jeden Tag. Denn ich bin ja jeden Tag live, weiß vielleicht der ein oder andere. Und ja, hauptsächlich mache ich dominante Sachen. Das heißt, ich habe viele Sklaven in der Kamera. Da gibt es natürlich auch sehr viele verschiedene Fetische. Zum einen ist es Nylon-Fetisch, wie ich jetzt hier gerade anhab. Ganz normale Nylonstrümpfe, einfach Hautfarben oder schwarz. Fußfetisch, High-Heels-Fetisch. Das ist sehr verbreitet, würde ich schon fast gar nicht mehr als Fetisch zählen eigentlich. Also ich habe es gefühlt, jeder zweite steht da drauf. Was gibt es noch? Es gibt dann natürlich noch NS-Fetisch, ne? Die, also wird es eigentlich auch jeder wissen, was es ist. es gibt noch Leder, Lackleder-Fetisch, auch sehr beliebt. Dann gibt es natürlich auch noch sehr verrückte Fetische, habe ich aber auch relativ oft, dass Leute auf Achseln stehen. Auch sehr häufig bei mir in der Cam. Dann gibt es natürlich auch noch Fetische wie Verkleidung, Kostüme, nicht nur bei mir, auch bei den Männern. Also die Crossdresser und Sissies sind bei mir auch sehr gerne und oft gesehen. Ja, und unzählige mehr. Also ich habe mir eine ewig lange Liste gemacht. Ich schau mal eben drauf. Ja, natürlich die Toilettensklaven, da gehört NS natürlich dazu. Viele stehen auch auf KV, das gibt es in meiner Cam nicht, auch nicht in Videos, aber gar nicht so selten, wie man denkt. Viele mögen auch natürlich gerne Cockhold sein, also da wissen bestimmt auch einige, was ich damit meine. Auch sehr oft gewünscht. Dann natürlich Blackmailing, auch jeder gefühlt Dritte steht da drauf. Einfach halt erpresst zu werden, in der Hand gehabt zu werden und ja, dass ich quasi Kontrolle und Macht über ihn ausüben kann. Ja, was haben wir denn noch Schönes? Ja, dann gibt es natürlich auch noch die Zahlsklaven, aber das wäre eigentlich auch nochmal ein extra Video wert, da könnte ich sehr viel dazu erzählen, über richtige Zahlsklaven und die, die nur denken, sie sind Zahlsklaven oder meinen, einen damit locken zu können und man schreibt stundenlang mit denen, ja, und hofft dann, dass man was kriegt. Also da muss ich viele Mädels enttäuschen. Nein, also ein echter Zahlsklave, der wird sich sehr schnell zu erkennen geben. Da müsst ihr, ja, über, leider der Wahrheit ins Auge sehen, ist es nicht jeder, der ein Zahlsklave ist, euer Sugar Daddy und schmeißt euch Geld in den Rachen, ohne dass ihr was machen müsst. Also nein, so viele gibt es davon leider nicht. Ja, und vieles, vieles mehr. Also die Liste ist unzählig. Ich könnte da gerne nochmal auf zum Beispiel die richtig krassen Fetische eingehen. Ja, das Angebote, wo ich hatte von einer 500.000, wo einer über sehr, sehr lange Zeit von mir quasi festgehalten werden wollte. Da kann ich mal euch genaueres zu erzählen, wenn ihr Lust drauf habt. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ja, vielleicht kennt ihr ja auch den ein oder anderen Fetisch. Könnt ihr ja gerne kommentieren oder wenn ihr irgendwelche bestimmten Fetische noch genauer erklärt haben wollt, wo ich jetzt aufgezählt habe oder ich soll mal bei anderen richtig ins Detail gehen, was vielleicht gar nicht so ein richtiger Fetisch ist, aber einfach so eine, ja, so eine Richtung von Sachen, die man macht, ja, so eine Neigung, wo man nicht wirklich mit einem Objekt gleichziehen kann, aber wo auf jeden Fall man sagt, das ist schon außergewöhnlich, es ist kein Fetisch, aber es ist eine Erklärung wert, ja, dann lasst es mich wissen. Und ich bin auch dankbar über jedes Abo, gerne hier und auch bei Instagram und natürlich, wenn es unter die Kategorie FSK 18 folgen soll, die Kommunikation dann auch gerne bei OnlyFans und so, verlinkt habe ich alles, glaube ich, meine Profile, einfach schauen. Und mich abonnieren. Ich freue mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss!